Herzlich willkommen zum Corona-Talk von Asklepios. Ich freue mich jetzt auf meinen Gast, Dr. Susanne Wenner-Ziegler. Sie ist die ärztliche Leitung der Krankenhaushygiene. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Wenner-Ziegler. Kann man bei Corona, der Erkältung und einer Grippe an den Symptomen eigentlich die drei untereinander unterscheiden? Das Tückische an der neuartigen Corona-Infektion Covid-19 ist, dass die Symptome in einem sehr weiten Range sich abspielen. Also es gibt Patienten, die berichten, sie hatten eigentlich nur ganz geringe Erkältungssymptome. Und auf der anderen Seite gibt es, wie wir ja leider wissen, eben Patienten oder Menschen, die sehr schwer erkranken. Man kann nicht von vornherein, von außen sagen, das ist jetzt dieses oder jenes oder das kann man so nicht erkennen. Okay, wir sprechen ja immer von Corona oder auch Covid-19. Was bedeutet Covid-19 eigentlich genau? Covid-19 ist eine Abkürzung, Coronavirus, Virus Disease, eine englische Abkürzung, die halt die WHO sozusagen erfunden hat. Ja. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt jetzt ja sogar privat, einen Mundschutz zu tragen. Wie stehen Sie zu dem ganzen Thema? Wer sollte einen Mundschutz tragen? Also einen professionellen Mund-Nasenschutz, wie wir das nennen, oder eine Atemschutzmaske muss eindeutig nur derjenige tragen, der im medizinischen Bereich arbeitet. Mhm. Und wir brauchen auch diese Mund-Nasenschütze, weil wir weltweit nicht so viele haben, wie wir eigentlich gebrauchen würden. Die Empfehlungen im Alltag, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, bezieht sich eigentlich darauf, dass ich mich so benehme, dass ich keine Tröpfchen versprühen kann. Mhm. Dazu kann ein Mund-Nasenschutz, ein selbstgemachter, wie auch immer, ein wichtiges Vehikel sein. Also auch um dem anderen Respekt zu zeigen, ne? Weil es dient ja eigentlich auch nur dafür, um die anderen zu schützen. Genau. Also da muss man ganz klar sagen, ein Mund-Nasenschutz, ob der jetzt selber genäht ist oder nicht, schützt nicht davor, dass ich keine schlimme Luft einatme, sondern er schützt andere davor, dass ich mit meiner lebendigen Aussprache jemand anderen mit ansprühe sozusagen. Aufgrund des Mangels wird da natürlich auch gerade sehr viel improvisiert und genäht. Das ist vielleicht auch sinnvoll, sagen Sie, also schon effektiv auch dann diesen zu tragen? Die Meinungen darüber gehen ja sehr auseinander. Unser hygienischer Standpunkt ist ganz klar die Distanz. Also wenn man 2 Meter Distanz zum anderen hat, ist die Chance, dass ich den anstecke durch Sprühnebel gering. Das ist die wichtigste Maßnahme. Man sagt, dass in Deutschland ja im Verhältnis jetzt zur Einwohnerzahl am meisten auf Corona getestet wird. Kann man da nicht mal ganz schnell alle testen, um sich auch wirklich sicher zu sein? Das wäre schön. Jeden Tag alle testen wäre wunderbar. Aber auch nur das wäre sinnvoll. Nur das wäre wirklich aussagekräftig. Denn wenn mein Test heute negativ ist, kann er trotzdem morgen positiv werden. Erstens kann ich mich jederzeit überall anstecken, das ist einfach so. Und außerdem gibt es diese sogenannte Inkubationsphase, in der ich das Virus vielleicht in mir trage, aber noch nicht in der Menge oder das Virus sich noch nicht in der Menge vermehrt, in meinem Rachen zum Beispiel, dass der Test negativ ist, noch negativ ist. Wie viele Tests führen Sie so täglich durch? Also ich muss dazu sagen, ich selbst bin ja nicht im Labor. Wir sind in der Krankenhaushygiene für die Infektionsprävention im Krankenhaus zuständig und machen die Tests nicht selbst. Aber Medilis macht aktuell ungefähr 300 bis maximal 400 Tests am Tag. Aber wir sind natürlich nicht das einzige Labor allein in Hamburg, was testet. Da gibt es mehrere. Wir wissen ja, dass Viren auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich lang überleben. Gibt es da so einen gewissen Richtwert? Also muss ich Angst haben, wenn ich im Supermarkt war, zu Hause nochmal alle Dinge desinfizieren, weil die haben ja auch die anderen angefasst. Oder wenn ich was im Internet bestelle, muss ich da Angst haben, dass es noch in der Kleidung ist? Ihre letzte Frage kann ich vielleicht am leichtesten, am schnellsten beantworten. Wenn ein Pullover erstmal um die Welt gefahren ist, ist die Chance, dass darauf noch ein Virus sich befindet, unserer Vorstellung nach verschwindend gering. Mhm. Ansonsten ist die Frage schwierig zu beantworten, weil das Virus an sich
ohne organisches Material dabei, ohne Feuchtigkeit, hält sich überhaupt gar nicht gerne lang und schon gar nicht ein behülltes Virus wie das Coronavirus. Das ist relativ empfindlich gegen Austrocknung. Und wenn ich allerdings eine Türklinke anspucke zum Beispiel und organisches Material mit Flüssigkeit sich darauf befindet, dann kann es schon sein, dass es einige Stunden sich auf diesen unbelebten Gegenstand hält. Also spielt aber schon, also spielen die Tröpfchen, die Spucke, wie Sie gerade sagten, schon eine wichtige Rolle. Ansonsten hat das Virus gar keine Chance, auch einfach übertragen zu werden, wenn es nur auf den Oberflächen war. Ist das richtig? Also ein Virus braucht organisches Material. Das braucht eine Zelle um sich und Feuchtigkeit, um sich zu vermehren. Und das ist auf einem unbelebten Gegenstand natürlich auf Dauer nicht möglich. Aber man weiß ja nicht, wer es angefasst hat. Und deshalb sagen wir ja auch, die wichtigste Infektionsprävention neben der Distanzierung zu anderen Leuten ist die gute Händehygiene. Mhm. Also wenn ich im Supermarkt war, wasche ich mir als allererstes meine Finger gründlich mit Wasser und Seife, um all das, was sich auf den Gegenständen befunden haben könnte, abzuwaschen. Nicht nur Corona. Genau, also ich habe es ja auch schon vor Corona immer sehr gründlich gemacht, muss ich sagen. Vielleicht ist auch das eine Sache, die hängen bleibt, auch nach dieser Zeit, ne? Dass man sich bewusster wird, dass man auch danach immer noch gründlich die Hände wäscht. Absolut. Oder? Unsere Großmütter haben selbstverständlich sich immer erst die Hände gewaschen, wenn sie von draußen reinkamen. Ja. Und heute isst und trinkt man zu jeder Zeit und überall. Vielleicht gewöhnen wir uns das wieder ab. Wäre ja schön. Ist es denn sinnvoll, zu Hause auch in der Wohnung Desinfektionsmittel zu haben? Also wir glauben, dass eine gute Reinigung, eine normale Reinigung, ich würde jetzt nicht übertrieben putzen, ausreichend ist im Alltag. Also die Hauptübertragung findet einfach durch die Tröpfchen statt. Ja. So jetzt so nach 2-3 Wochen Isolation wird das Verlangen vom Teil der Bevölkerung, auch unter Politikern und Medizinern, ja zur Normalität zurückzukehren, immer größer. Wie stehen Sie zu der Frage, sollte es jetzt schon Lockerungen geben oder müssen wir einfach alle noch ein bisschen länger durchhalten? Ich fürchte, wir müssen noch ein bisschen länger durchhalten und ganz sicherlich bin ich nicht diejenige, die als Erste sagt, raus wieder, sondern wir müssen gucken, ob die Maßnahmen, die wir jetzt erst seit wenigen Wochen ergriffen haben, muss man sagen, ob die nachhaltig fassen. Und dann muss man auch sehr gut überlegen, welche Maßnahmen man zu welchem Zeitpunkt lockern kann. Das kommt einem ja nur schon so viel länger vor wahrscheinlich. Ne? So lange ist es ja noch gar nicht. Was ist denn mit den Patienten, die wahrscheinlich an Covid-19 erkrankt waren, aber nicht getestet wurden? Wann sollte es für die Klarheit geben? Also eine gute Methode, um irgendwann mal nachzuweisen, wer hatte eigentlich diese Infektion schon, ist der Antikörpernachweis. Das ist ein Stoff, den der Körper bildet, wenn er sich mit einem Erreger auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass man einen Antikörper in der Bevölkerung dann nachweisen kann. Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.